Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren Zuschauer. Die CDU möchte die Meldeauflagen als sogenannte Standardmaßnahme ins Polizeigesetz schreiben. Diesem Vorhaben muss man grundsätzlich nicht zwingend negativ gegenüberstehen. Ich bezweifle jedoch, dass die CDU dabei dieselben Intentionen verfolgt, wie wir sie verfolgen würden. Wenn ich mir den Entwurf anschaue, bezweifle ich das zunächst mal. Natürlich ist auch mir das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2007 bekannt, das besagt, dass Meldeauflagen keiner speziellen gesetzlichen Regelung bedürfen. Herr Kruse, die Rechtsgrundlage existiert und ist auch durch die Gerichte abgesegnet. Allerdings muss ich sagen, das ist eines der Urteile, dem ich persönlich zum einen inhaltlich nicht zustimme und wo es zum anderen uns als Gesetzgeber trotz eines Urteils immer noch offen steht, anders zu handeln. Denn das Urteil verbietet uns ja nicht, dennoch eine gesetzliche Regelung zu erlassen. Das macht unter gewissen Umständen vielleicht auch Sinn, aber eben nicht die Intention, die die CDU da verfolgt, aus meiner Sicht. Unabhängig davon, wie man zur Maßnahme der Meldeauflage grundsätzlich steht, ist es nun mal Fakt leider, dass sie regelmäßig angewendet und vor Gerichten grundsätzlich auch als rechtsmäßig anerkannt wird. Das Problem ist aber, es ist schwierig, an Zahlen zu kommen, um uns als Gesetzgeber überhaupt einen Überblick über die Lage und die Sinnhaftigkeit der Maßnahme verschaffen zu können. Herr Wiesenbach hat eine kleine Anfrage gestellt, um überhaupt mal an Zahlen zu kommen. Die haben wir nicht. Also im Grunde haben wir zurzeit nur die Aussagen der Sicherheitsbehörden, die sagen, diese Maßnahme ist sinnvoll. Aber die sagen ja auch, dass die Vorratsdatenspeicherung sinnvoll ist und das, obwohl jede Menge Zahlen vorliegen, die genau das Gegenteil beweisen und auch die Fachwelt außerhalb von Sicherheitsbehörden im Grunde derselben Ansicht sind. Von daher sollte ein gewissenhafter Gesetzgeber eine einseitige Meinung niemals ausreichen, um Entscheidungen zu treffen. Ich möchte mich jetzt aber auch gar nicht aus dem Fenster lehnen und die Sinnhaftigkeit pauschal abstreiten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Meldeauflagen in gewissen Fällen hier und da durchaus hilfreich sein können. Wie dem auch sei, Fakt ist, die Maßnahme wird regelmäßig angewendet. Meldeauflagen sind inzwischen faktisch eine Standardmaßnahme, dann können sie auch förmlich zu einer werden. Aber auch inhaltlich macht es im Grunde nach Sinn. Ich nehme mal als Beispiel den Platzverweis, geregelt in § 34 Polizeigesetz. Niemand würde heute mehr bestreiten, dass der Platzverweis keiner spezialgesetzlichen Regelung bedarf. Und so ist es ja auch. Ich kenne momentan kein Polizeigesetz, das den Platzverweis nicht als Standardmaßnahme regelt. Der Platzverweis soll Personen davon abhalten, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein. Die Meldeauflage ist im Prinzip nichts anderes als ein umgekehrter Platzverweis. Sie soll Personen dazu zwingen, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sich aufzuhalten. Von der Eingriffsintensität ist es meiner Meinung nach sogar noch höher einzustufen als der Platzverweis. Während ich beim Platzverweis einen bestimmten und in der Regel kleinen Bereich nicht mehr aufsuchen kann, kann ich aber wenigstens überall anders hingehen. Meldeauflagen hingegen zwingen mich dazu, mich jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort einzufinden, in der Regel die örtliche Polizeiwache, sodass ich dann faktisch nirgendwo anders hingehen kann. Und selbst außerhalb der Meldezeiten bin ich für den Meldezeitraum, also für den Bestandzeitraum des Bescheides, gezwungen, mich in einem Bereich aufzuhalten, der es mir zumindest grundsätzlich ermöglicht, pünktlich wieder auf der Wache zu sein. Also von der Eingriffsintensität ist es meiner Meinung nach wesentlich höher zu bewerten als der Platzverweis. Von daher verstehe ich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes ehrlich gesagt nicht. Aber, und jetzt zum Teil, der der CDU-Fraktion vermutlich nicht so gefallen dürfte, zusätzlich zum eben genannten hat die Kodifizierung als Standardmaßnahme insbesondere auch den Zweck, solche Maßnahmen eben aus dem Bereich der Generalklausel herauszunehmen und der Verwaltung somit einen klar definierten Handlungsrahmen zu geben. Das macht Ihr Entwurf aber gerade nicht, bis auf diesen kleinen Zusatz, der einen Richtervorbehalt vorsieht. Nach einem Monat gibt Ihr Entwurf im Grunde nur den Status quo wieder und geht eigentlich sogar noch darüber hinaus. Deshalb glaube ich auch, dass Sie eben eine andere Intention verfolgen. Ihnen geht es im Prinzip nur darum, Ihr repressives Image zu pflegen. Es gibt in Ihrem Entwurf keinen zusätzlichen einschränkenden Handlungsrahmen und genau den vermissen wir und würden wir auch verlangen. Was sind zum Beispiel die Voraussetzungen, die in die Wahrscheinlichkeitsprognose, ob eine konkrete Gefahr auch tatsächlich vorliegt, einbezogen werden dürfen? Reicht ein einfacher Eintrag in der Datei Gewalttätersport aus, bei der es inzwischen dann auch viele nachweisliche Fälle gibt, dass dort Personen eingetragen wurden, die dort eigentlich nichts zu suchen haben? Reicht ein Strafverfahren aus, das letztlich nach 170.2 StPO eingestellt wurde und bei dem also gar nicht mal genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage bestand?
Oder sollte im Vorfeld nicht zumindest eine konkrete Sanktion gegen den Betroffenen stattgefunden haben, zum Beispiel eine rechtskräftige Verurteilung oder natürlich ähnliche Sanktionen wie Strafbefehle etc.? Auch stellt sich mir die Frage, wie lange muss sich eine Person ihr vergangenes Verhalten überhaupt vorwerfen lassen? Darf eine Behörde eine Meldeauflage mit Ereignissen begründen, die, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, zuletzt vor fünf Jahren stattgefunden haben? Oder muss der Zeitraum enger gefasst werden? Das sind alles Fragen, zu denen wir uns als Gesetzgeber äußern könnten und äußern sollten, die Ihr Entwurf aber nicht vorsieht. Von daher freue ich mich auf die Diskussion im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schatz. Für die